Und der Sinn dahinter war, den Koran zu erhalten. Und Allah hat den Koran über den Koran, dass er ein Buch ist. Und dann haben sie Sekt ibn Thabit gerufen und Sekt ibn Thabit hat zuerst gesagt, nein, wir werden das nicht machen, wenn wir bitten. Denn der Prophet a.s.w. hat den Koran nicht in ein Buch zusammengestellt. Und da haben sie ihn davon überzeugt und sie haben den Koran in ein Buch zusammengestellt. Dann ist Abu Bakr gestorben und dieses Manuskript, dieses eine Buch, ist dann bei Umar al-Khattab geblieben. Umar al-Khattab, als er gestorben ist, war es dann bei Hafsa. Oder das Buch war dann bei Hafsa gewesen. Ja? Und Hafsa hat dann, als Umar al-Khattab gestorben ist, der ist dann Khalif geworden, Uthman, ja, ihm ist nachher übergeben. Warum? Worum ging es? Zur Zeit des Propheten, zur Zeit von Uthman, das Reich hat sich insbesondere in der Zeit von Umar al-Khattab vergrößert. Und überall gab es Leute, die verschiedene Manuskripte haben. Und so kam es zu Streit. Dass zum Beispiel der eine sagt, oh, ich habe etwas im Koran, der andere sagt, nee, ich habe was anderes gelesen. So, jetzt müssen wir fragen. Heißt das hier, dass der Koran verändert wurde, weil der eine etwas gelesen hat und der andere hat es anders gelesen? Hier müssen wir etwas klarstellen. Wenn Allah sagt, in Sure 15, Vers 9, wir werden die Botschaft schützen. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht hingehen kann, schreibe ein Koranexemplar in meiner eigenen Hand und mache keinen Fehler. Aber dieser Fehler wird niemals von der Umma als der Koran akzeptiert werden. Verstanden? Das heißt, natürlich kann ein Druckfehler vorkommen. Aber was mit der Botschaft schützen gemeint ist, ist, dass eine Veränderung niemals von der Umma akzeptiert werden kann. Das ist die Botschaft. Das heißt, was hat Uthman daraufhin gemacht? Uthman hat daraufhin auf das Buch von Hafsa, das Manuskript, zurückgegriffen und hat was gemacht? Hat 7 Manuskripte gemacht. 1 zu Medina, und die sind dann zu den großen Zentren der islamischen Welt geschickt worden. 1 für Medina, 1 für Mekka, Kufa, Basra, Jemen, Scham, also Syrien und so weiter, und Bahrain. Dort sind diese Manuskripte hingeschickt worden und er hat beauftragt, alle anderen Manuskripte, die es gibt, zu verbrennen. Und jetzt sagen die Muslimen, ah, guck mal, ist der Beweis, es gab so viele Veränderungen. Nein, das ist falsch. Es ging nicht um Veränderungen, sondern Uthman hat dies aus Sicherheitsgründen gemacht. Und hier müssen wir etwas verstehen. Den Koran zu verbrennen, ist keine Entehrung des Korans. Sondern ist eine Sicherheit für den Koran. Zu entehren den Koran ist zum Beispiel darauf zu urinieren, etc. Sondern die totale Vernichtung ist, damit der Koran nicht entehrt wird. Das heißt, wenn man beispielsweise ein Blatt hat, wo Allah draufsteht, dann verbrennt man das, damit es nicht in den Müll geworfen wird. Ja? Also, damals, die Entsorgung vom Koran ist, wenn da zum Beispiel ein Manuskript ist oder wenn man beispielsweise einen Druck gemacht hat, wo ein Fehler drin ist, dass man es verbrennt oder in Wasser auflöst oder in die Erde verbuddelt oder irgendwo aufbewahrt, wo keiner mehr drankommt, damit es nicht verbreitet wird. Ja? So, das heißt, damit ist dieser zweite Punkt, den die erzählen, ja, da gab es so viele Sachen und gab es so viele Fehler zur Zeit, wo das Mensch schon mal widerlegt. Ja. Dann der nächste Punkt ist, ja, das war die Zeit von Uthman. So, jetzt. Jetzt gehen wir auf die Punkte zurück. Jetzt sagen die, diese Mustafa Kuhn sagen, der Koran ist jetzt viel später aufgeschrieben worden, zur Zeit von Uthman. Wir sagen falsch. Der Koran ist schon zur Zeit von Mohammed aufgeschrieben worden, zur Zeit von Abu Bakr in ein Buch zusammengefasst worden. Jetzt kommen sie und wollen die Muslime täuschen. Dann, ja, es gibt da gar keine richtige Reihenfolge. Die Suren sind nach Größe geordnet. Erstmal. Selbst wenn die Suren nach Größe geordnet sind, zum Christen sagen wir, das ändert gar nichts an der Botschaft. Selbst wenn ich den Koran erstmal Sure Tunas hätte und dann Sure Al-Fatiha und dann was, das würde nichts an der Botschaft ändern. Dann sagen wir zu den Christen, bei euch gibt es Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, nach welcher Reihenfolge? Markus war der Erste, Matthäus war der Zweite, warum erst das Matthäus-Evangelium? Ändert das was in der Botschaft? Gar nichts ändert das an der Botschaft. Die Reihenfolge der Suren ändert nichts an der Botschaft. So, das ist erstmal Punkt 1. So, dann sagen sie, das ist ja viel später geschrieben worden. Dann ist es geschrieben worden. Uthman hat diese Manuskripte kopiert, das war im Jahre 646. Wann ist der Prophet Muhammad a.s. gestorben? 632, das sind 14 Jahre.
Und schon zur Zeit von Abu Bakr wurde es in ein Buch zusammengefasst, das als Autorität galt. Das war Umar al-Khattab, beziehungsweise der Tochter von ihm, war Hafsa, der Ehefrau von Prophet Muhammad a.s.w. lag. Das heißt, als autoritär. Jetzt, der nächste Punkt ist, dann sagen wir zu denen, wenn das so ist, wie ist es denn da mit der Bibel? Das Neue Testament ist nicht, und jetzt, wann haben wir Manuskripte? Wir haben Manuskripte in Taschkent und in Istanbul aus der Zeit von Uthman. Das heißt, ca. 14 Jahre nach dem Tod des Propheten. Wann sind denn die letzten Manuskripte der Bibel? 400 Jahre nach dem Propheten Muhammad, nach Isa a.s. 400 circa, das 4. Jahrhundert, sind die letzten Manuskripte des Neuen Testaments. Das Alte Testament noch viel länger, noch viel weiter entfernt. Das heißt, wenn Sie mit diesem Argument gegen den Koran kommen, wo er schon direkt zur Lebzeit des Propheten aufgeschrieben wurde, und die letzten Manuskripte, circa 14 bis 16 Jahre nach dem Tod des Propheten entstanden sind, dann ist dieses Argument völliger Blödsinn. Dann geht es weiter. Und die Bibel, man sagt, das Neue Testament wurde zwischen 50 und 90 Jahren nach Jesus aufgeschrieben. Dann fragen wir nicht-muslimische Islamwissenschaftler. Da sagt Rudi Paret in der Koranübersetzung, sagt er, wir haben heute keinen Grund zur Annahme, dass auch nur ein einziger Vers im heutigen Koran nicht von Mohammed stammen würde. Und wir sehen hier, dass alle Vorwürfe, mit denen gekommen wird, keine Bedeutung haben. Dann, arabische Buchstaben. Durch die arabischen Buchstaben könnten hier angeblich Fehler reingekommen sein. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wo ist der Beweis? Das ist alles eine Vermutung. Das ist das, was Allah sagt. Die Vermutung nützt gegen die Wahrheit nichts. Übrigens, als Uthman diese Koran zu den verschiedenen Zentren geschickt hat, hat er so zusätzlich dazu noch mit jedem Koran, wenn sie mit diesen Buchstaben kommen, ja die Buchstaben, einen Rezitator mitgeschickt, der bei den Propheten gelernt hat, wie man den Koran liest und der den Koran auswendig konnte. Das heißt, sowohl geschrieben, als auch mit dem Rezitator, als auch mit dem Koranlehrer. Dann der nächste Punkt ist, es wird behauptet, in Jemen hätte man in diesem Jahrhundert Koranexemplare gefunden aus dem 7. Jahrhundert, der Manuskripte, und die würden sich vom heutigen Koran etwas unterscheiden. Erstmal, was sagen wir? Wo sind die gefunden worden? Die sind versteckt. Was haben wir eben gesagt? Wenn der Koran, wenn ein Abschreibefehler passiert ist, werden die versteckt, verbrannt oder im Wasser aufgelöst. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir haben Manuskripte, die älter sind als diese angeblichen Manuskripte. Punkt 3, wo sind diese Manuskripte? Wenn es doch da Fehler gibt, dann wird das nicht veröffentlicht. Aber nein, was machen sie? Sie sagen nur, oh, wir haben da etwas gefunden, damit können wir den Islam widerlegen. Aber Beweise haben wir nirgendwo. Und das ist das, was ich gesagt haben wollte, Subhanallah, und möge Allah zu denjenigen machen, die den Koran und den Islam verteidigen. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.